Hoffen wir mal, dass wir nicht auf irgendwie. Okay. Hoffen wir mal nicht, dass wir irgendwie auf so einen Dungeon Master treffen. Wobei, die tun ja auch nichts. Die kannst du mit dem Schwert auch kaputt hauen. Also von daher geht alles schon. Ich hoffe nur, dass wir hier überhaupt irgendwas finden. Hallo Mesomonster. Hallo kopfloser Retter. Ja, doch. Du weißt schon, dass ich dir die ganze Zeit in die Eier hau, oder? So. Und dich hau ich auch. Da ist noch ein Mesomonster. Kriegen wir ja vielleicht doch noch unser Mese für ein Travelnet zusammen. Einen kompletten Block braucht man dafür, ne? Genau. Noch ein Mesomonster kaputt. Hau rein. Durchschlagen. So. Gut, wow. So viel Erfolg. abwärts geht's in den Keller runter. Schön, dass wir hier schon mal waren und alles mitgenommen haben. Geronimo! Au. Wer ist denn da am Rumzischeln da oben? Hier waren wir aber teilweise noch nicht, ne? Da hinten, da... Ach nö, das ist einfach nur schlecht ausgeleuchtet. Hier waren wir auch schon. Aber hier war eine Sackgasse. Ne, da hinten geht's weiter. Au. Ja. Hältst du mal die Fresse jetzt? Das ist ja schlimm mit dir. Noch ein Mesomonster. Ach, wie überraschend. Hier ist auch unser... Opa! Hey, na hallo! Junge, 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 Junge. Gut, wenn der direkt vor einem steht, trifft man den erstmal nicht und er schmeißt keine Feuerwelle. Okay. So, wer ist zuerst hin? Wer ist zuerst hin? Ich glaube, ich bin zuerst hin. Hallo, lässt du mich mal kurz weg? Danke. Ja, ja, ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, warum holen sich die Herzen nicht? Aber Diamant ist hier auch nicht mehr, ne? Das haben wir ja alles mitgenommen. Wir gehen einfach mal weiter runter hier. Wir sind ein bisschen lebensmüde, aber was soll schon passieren? Zum Beispiel auf Kies stoßen. Und noch mehr Kies. Und Diamant! Sehr gut. Das ist natürlich die Frage, sind da noch mehr Diamant? Da ist ja noch mehr Diamant. Und noch mehr Diamant. Und ein bisschen Kupfer. Sehr schön. Und ein bisschen Kohle können wir auch noch mitnehmen. Und dann... Na Gott sei Dank. So. Ja. Das funktioniert super. Einen brauchen wir da auf jeden Fall. Dann braucht man noch Grinder. Na scheiße. Moment, ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Nass geworden bin ich auch noch ein bisschen. Aber das soll nicht weiter schlimm sein. Ich habe die Zeit auch mal genutzt, mir zusätzlich noch
I. Ah. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wieso spritzt das denn so, wenn man den Halm da reinfallen lässt? Meine Güte. So. Ein energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Und geklackert hat er auch noch. So. Schweinkram. Jeder Spritzer jetzt noch weiter raus, ist sehr ekelhaft. That's what she said! Und natürlich einen guten Kakao. Wie immer von einer nicht erkennbaren Marke, das es in die Kamera halten hat, zum Teil gebracht. Wenn es klingelt, musst du hingehen. Ne? Warum die Zeit nicht nutzen? So, wir haben Granit vergessen. Yay! So, was haben wir hier denn noch? Hier geht's noch weiter runter. Okay, gut. Oha. Oha, das geht aber hier. Aber hier geht das abwärts jetzt, ne? Und jetzt ist hier gleich wieder Boden. Hm. Ja, obwohl. Hier scheint es doch nicht tiefer runter zu gehen. Hm. Yeah. That deep. Such wow. Ja gut, wir hätten vielleicht ein paar... Ja. Gab's da nicht auch so eine Mod irgendwie, dass man so fackelmäßig dann rumlaufen kann? Wisst ihr was? Moment. So, da bin ich wieder da. Wir nehmen unser Licht dann einfach mal mit, würde ich sagen. Hallo Spinne. Oha. Das heißt, man muss das Ding dann immer erst hinsetzen, okay? Ich dachte ja, man behält es dann in der Hand. Aber wir haben nie wieder ein Fackelproblem. Wir können zwar nicht so weit gucken, aber zum Erkunden reicht das allemal. Da sind ja noch mehr Spinnen. Hallo. Ach. Gut, man kann sie so ein bisschen erkennen im Dunkeln, das ist okay. Hier ist übrigens Diamant. Aber kann die Fackel natürlich auch hinsetzen und... Das ist die ganz normale Fackel tatsächlich. Die Mod verlinke ich auch entsprechend in meiner Modliste, also von daher keine Sorge. Und es ist so eine Single-Purpose-Mod, also die macht wirklich nur, dass man da eben ja, das Licht mitnehmen kann. Muss das natürlich dann entsprechend ausgewählt haben. Das heißt, wir tun die Fackel da einfach mal dann in die Mitte. Ja, ja, ist schon praktisch. Ich hoffe nur, dass wir auch das entsprechende Material finden, was wir gleich benötigen. Ist natürlich jetzt so im Dunkeln hier ein bisschen schlecht. Ah, guck mal hier. Das heißt, wir nehmen davon einfach mal mit, bis die Hacke kaputt ist, würde ich sagen. Klopf, 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 klopf. Ja. Sieht nur aus wie Dia, ist es aber gar nicht, ist aber auch nicht schlimm.
Wir brauchen sowieso alles. Und wenn wir dann einen Grinder haben. Ja, wir brauchen auch noch einen Stromgenerator und einen Kohlebetriebenen. Der ist aber, glaube ich, relativ günstig gewesen. Also den sollten wir eigentlich so hinkriegen können. Ganz ehrlich, weißt du was? Ich glaube, das reicht. So. Wie sieht's hier aus? Nein, nein, nein. Die kann man immer noch nicht wieder melken. Na gut. Grindere. Naja, nur noch richtig tippen, dann klappt das auch. So. Ein Casing brauchen wir noch. Ja. Das war hier unten, nicht wahr? Ja. Und ein Casing müssen wir uns wieder machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja, Höhlentruhe war voller Erfolg. Wir schmeißen den ganzen Scheiß hier einfach erstmal wieder weg. So. Können wir uns nachher drum kümmern. Ja, Mesezeug zum Mesezeug. Da haben wir auch wieder ein bisschen was von. Für ein TravelNet reicht es noch nicht. Vielleicht passe ich mal meine hier Mesekristallmod auch an, dass man da dann auch die TravelNet-Dinger mitbauen kann. Ich glaube, das wäre ganz okay. Nee, beziehungsweise, es geht ja nicht. Wir brauchen ja einen Meseblock. Das heißt, was wir bauen können, wäre einen speziellen Meseblock. Und diesen speziellen Meseblock muss man ein Zusatzrezept machen für diese TravelNet-Box. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Auch diese Mod natürlich verlinkt. Zack, zack. Dann haben wir alles, ne? Ja. Na komm, rein damit. Rein damit. Her damit. Na, na, na. Ach. Dann die. Ja gut, wir haben eine Switching Station. Wir haben eine Switching Station, das heißt, die brauchen wir natürlich auch gleich wieder. Stellen wir nämlich ganz dreist erstmal hier den ganzen Weg zu. Wir bauen hier den LV-Grinder hin. Wir bauen dann den Generator noch eben schnell. Bringt er überhaupt genug Strom? Das ähnlich ist der HV-Generator. Wir brauchen den LV-Generator. Spiele, mein Test. Hoffentlich flickert das jetzt hier nicht gleich wie Hölle. Online spielen. So. Guck mal hier, wir haben Coal Dust. So, mit dem Coal Dust. leck mich am Arsch. Mit dem Coal Dust. So. Da machen wir jetzt Gummi. Das heißt, wir haben. Na, wo haben wir sie? Die haben wir hier mit reingetan. Naja.
Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ah ne, wir haben noch Kohle, wie viel davon wir jetzt brauchen. Gucken wir doch mal. 6 gibt es dafür. 6 brauchen wir eigentlich auch nur. Doch, wir lassen das da mal drin. Müssen wir das noch mitnehmen? Ja, dann kann man nämlich so, dann brauchen wir. Das haben wir. Stainless Steel müssen wir gleich auch nochmal gucken. Der kommt erstmal zur Seite. So. Ja, Uran. Wir haben doch hier unsere schlaue Anleitung. Den wollten wir bauen, genau. Wir brauchen 4 davon. Das heißt, das reicht. So. Zack. Dudele. Dann haben wir das Ding. Okay, die kann man schon mal außen rumstellen. Wo haben wir die denn hingetan? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ach, das wollten wir oben bauen. So. So ein Schwachsinn. Wieso wollten wir das oben bauen? Und 4 Chrom reichen doch nicht. Machen wir erstmal einen, dann können wir die Öfen auch mit betreiben. So, und in die Mitte kommt so eine komische Spule, ne? Mhm. Genau, 4 davon. Die können wir mal eben schnell machen. 1, 2, 3, 4. Dann oben Rubber und dann von den Dingern, okay. Wo haben wir das Rubber? Das haben wir hier in die Technikkiste mit reingetan, ne? Genau, oben das Rubber. Und dann von... das war außen... Außen die Donuts und in der Mitte das Iron Ingot. Okay. Moment. Hydro. Warum geht das nicht? Was ist falsch? Copper Coil. Fiber. Carbon Steel Ingot. Copper Coil. Fiber. Cast Iron Ingot. Upsi. Come Steel. So. Der ein Carbon Spectrum muss man. Oder ein Carbon Steel in Kasse. Hätten wir natürlich noch so ein bisschen Wasser mitbringen können, weil hier ist nämlich auch gleich nichts mehr drin. Da ist gleich nichts mehr drin. So, die Marke zugehalten. YouTube, falls ihr das seht, das ist kein Werbevideo. So, 5 brauchten wir, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, dann... Haben wir doch alles, was wir brauchen, um den Kram jetzt hier zusammenzustecken, oder? Mhm.
Stainless Steel habe ich. Chrome? Ach, das Chrome, das brauchte man, um irgendwie Stainless Steel zu machen, nicht wahr? Bei Alloying Carbon Steel with Chromium. Ach, Carbon Steel, ach, das ist doch wieder. Dokumentation ist alles. Dokumentation. Wir brauchen Dokumentation. Jetzt habe ich natürlich das ganze Zeug verbraten und Carbon Steel und Iron. Oben steht nämlich was anderes. Oben steht Steel und oder hier Iron und Chromium. Aber es gibt genau vier. Wollen wir uns nicht beschweren. Doch, eigentlich wollen wir das. Zack, 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 zack. Endlich. So. Die Schwierigkeit besteht jetzt natürlich noch da drin, dass wir noch ein bisschen Gummi brauchen. Weil wir noch ein bisschen anderes Material brauchen. Weil das ist ein MV-Generator und wir brauchen noch ein LV-Geschissel. Das heißt, wir gehen hier erstmal mal wieder runter. Theoretisch können wir hier eigentlich schon mal aufmachen, ne? Hier haben wir nämlich unsere Switching Station. Dahinter müssen wir dann nämlich nochmal gucken, dass wir da den Strom so ein bisschen aufteilen. Wir brauchen ja den MV-Strom. Wie machen wir das denn jetzt mal am schönsten? Oh, Caps Lock. MV-Strom, MV-Strom. Wir brauchen mehr Gummi. Kann man die jetzt eigentlich wieder hier abtappen? Nö. Oder wir probieren das einfach nochmal. Vielleicht ist auch immer die Textur gleich geblieben. Kann natürlich auch sein. Ja, komm, bleib da drin, ist recht so. So. Kann man da jetzt nochmal gegen? Nö, wenn die einmal leer sind, sind die leer, ne? Wir könnten natürlich auch gucken, ob der andere Gummibaum inzwischen gewachsen ist. Wir brauchen nämlich ein paar MV-Kabel. Das heißt, wir nehmen uns mal unser Gummibaum-Geschissel und farmen dann gleich mal ein paar MV-Kabel ab. Ein bisschen Gummi ab. Sudele, 18 Gummi. Brauchen wir eh wieder. Wollen wir mal die Eisenachs kaputt machen. Kriegen wir gar nicht kaputt, wa? Sagen, wir machen hier auch gleich wieder normales Holz rein. Gut, so. Das wieder rein.
Ja, Schaufel können wir eigentlich mal behalten. Dann holen wir mal eben unser normales Holz. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. So. Und dann tun wir das Special-Holz wieder weg. Das ist jetzt ja eh leer, das heißt, also das ist einfach nur noch Deko-Geschissel oder machen Holzkohle draus. Da haben wir ja freie Möglichkeiten. Gut, mal kurz was anderes gucken. Wo ist denn Home? Hier ist Home. Ah, guck mal, 2,3 Terabyte haben wir noch frei. Das wird eine lange Nacht, meine Freunde. Eine lange Nacht, sage ich euch. Nein. Aber das würde ich jetzt auch ganz gerne noch so ein bisschen zu Ende machen. Außerdem haben wir ja gerade erst angefangen, mehr oder weniger. Also von daher alles gut. So. Wir brauchen wieder hiervon. Alles klar. Rüdel, rüdel, rüdel. Na, na. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich habe kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat denn mit dem Koks bestellt? Technik. Coal Dust. Machen wir einen Stack voll. So. Und da ist ja mein Menü guckt auch schon wieder weg. So. Und dann, ja, gehen wir mal kurz hoch und machen mal ein bisschen Gummi. Oh Junge, gib Gummi! Wir werden natürlich, wenn wir dann irgendwann mal alles automatisiert und mit Technik haben, der ganze Koks wieder zurückzahlen. Also ein Stack und 10 waren das, ne? Also 110 zahlen wir wieder zurück. So. 110 Coal Dust zurückzahlen oder Beule. aber das Ü geht, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Zurückzahlen oder Beule. So. Ja, damit das mal klar ist hier, das muss zurückgezahlt werden. Ruckelt das jetzt, das Schild, oder was ist hier los? Ach ne, hier hinten ruckelt es immer. Ja, da haben wir unsere 46 Frames. Hier haben wir unsere normale Geschwindigkeit, okay. So, das ist durch. 24 Gummi haben wir bekommen. Das reicht für ein paar Mal Dings machen hier. Dim, 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 dim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, 12 Mal. Müssen wir gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Konverter. Conf.
Genau. Wie kriegt man den denn? Den muss man auch aus irgendwas wieder herstellen, dass irgendwas wieder brennen, ne? Diese Technikrezepte, nur Leute, die sind so unglaublich demotivierend. Ganz ehrlich, ne? Wir müssen das hier bauen. Wir müssen das hier bauen. Das geht ja noch. Dann müssen wir das hier auch wieder irgendwie mit Alloy-Furnace machen. Dann müssen wir den Schüssel hier bauen. Dann müssen wir den Scheiß für bauen. Da müssen wir den Scheiß für bauen. Da müssen wir den Scheiß hier bauen. Da müssen wir auch wieder hier, ne, von den Dingern. Wir müssen hiervon machen. Dann haben wir das Ding hier, dann müssen wir das hier machen. Dann haben wir hier, dann müssen wir hier. Und das hast du ja bei allen Rezepten. Nee, das machen wir anders. Ich brauche mir eine schöne Mod. Zumindest fürs Let's Play. Dass wir den ganzen Kram ein bisschen einfacher bekommen. Ich glaube, da sagt auch keiner was. Nö, ich habe keine Lust mehr. Machen wir, wie ich hier Motivation habe, würde ich sagen. Nein, also sollte es jetzt auch gewesen sein, Monster nämlich wirklich nicht unnötig in die Länge ziehen. 2 Stunden sind auch voll, das heißt 4 Folgen und das hier ist die 4. Folge. Ich hoffe mal, bis dahin habe ich dann wieder ein bisschen weiter produziert, um weitere Folgen zu machen. Sonst kommt wahrscheinlich dann in 1 oder 2 Wochen, während du das hier siehst, die nächste Folge und da müssen wir gucken, wie wir das am besten handhaben. Soll es für heute gewesen sein mit dieser Aufnahmesession und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Tschö!